Also gut, Freunde, heute mit dem Teambuild-Guide zu Ella Future Gohan. Besser später als nie, würde ich sagen. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Ja, die World Wide Celebration war wirklich sehr komisch mit den Charakteren. Hab da auf jeden Fall gewartet, welche Charaktere erstmal rauskommen, wie das Ganze verläuft. Vor allem wegen Zamasu. Falls ihr Zamasus Teambuild-Guide nicht gesehen habt, ist bereits online. Könnt euch gerne abchecken, Boys and Girls. Und wir gehen mal rüber und schwätzen kurz ein bisschen über Future Gohan. Future Gohan, das gute Anime ist sein Leader-Skill. Er ist ein Future Saga 200% Leader. Das ist natürlich äußerst gut, weil wir in der World Wide Celebration sehr viele Future Saga Charaktere bekommen haben und guten Support. Das heißt, Future Gohan, wenn man ihn spielt, tatsächlich auch oft als Leader. Okay, außerhalb davon, wie ist das mit Future Gohan? Future Gohan ist eine Bestie. Er hat für 5 Runden eine 80%ige Damage Reduction. Richtig. Jedoch ist seine schwächste Runde die erste Runde. Denn er tut seine zusätzliche Defense aufbauen mit Angriffen, den er macht. Das heißt, in der ersten Runde, bevor er Angriffe bekommt, hat er eine 60%ige Damage Reduction. Und je nachdem, in welchem Event man ist, bekommt er tatsächlich direkt Schaden. Also in der ersten Runde wäre es gut, wenn man darauf achtet, dass man ihn dorthin stellt, wo er Angriffe bekommt nach seinem eigenen Angriff, weil er da zumindest seine Defense erhöht und dann seine 80% Damage Reduction hat. Und mit seinem Angriff bekommt er seine 80% Damage Reduction. Das, dürfen nicht vergessen, auch quasi in den Runden danach. Dann hat er zwar mehr Defense, weil er hier das aufbauen konnte, aber wir dürfen nicht vergessen, erst mit seinem Angriff bekommt er die 80% Damage Action. Das heißt, wenn man die ganze Sache links stellt, muss man wissen, okay, da ist die 60% Damage Action, wenn er angreift und danach Angriffe kommt, dann hat er die 80% Damage Action. Außer in der Runde mit dem Active Skill, also in dem sein Domain sich aktiviert und man den Active Skill aktivieren kann, dann hat man in der Runde noch, dadurch, dass man den Active Skill aktiviert hat, schon angegriffen, also hat er dort in der Runde noch seine 80% Damage Reduction. Danach fällt das runter auf 40% Damage Reduction. Also die allererste Runde mit der Domain ist wirklich sehr wichtig für ihn. Wenn sich die Domain aktiviert, zündet man natürlich auf jeden Fall den Active Skill auch, bekommt nochmal Key, bekommt nochmal Defense etc. Man guckt, und dann kannst du ihn überall hinstellen, wo du willst, weil er so oder so tanken wird. Und dann guckt man, dass man natürlich mit ihm auch sehr viel Schaden macht, weil er garantiert crittet dann im Prinzip in der Domain mit dem Active Skill oder wenn die Key 24 sind. Und genau. Aber ihr müsst jetzt nicht immer Angst davor haben, dass Turn 1 euer Future Gohan drauf geht. Ne, ihr müsst nur wissen, wo ihr ihn hin platziert. Ich sag's mal so, wenn ganz links ein Angriff ist in einem schwierigen Event, stellt trotzdem dahin. Das ist ein Angriff. Wenn es ein Autodeck ist, okay, tut nicht weh, kann vielleicht wehtun. Aber danach ist er so oder so stark, wenn danach 5 Angriffe kommen und er da ein bisschen gestackt hat, als auch seine Damage Reduction auf 80% ist. Also lange Rede, kurzer Sinn, Future Gohan ist brutal. Also keine Ahnung, was mit dem, was sie sich bei ihm gedacht haben. Er ist wirklich ein richtig guter Charakter mit seiner Damage Reduction, mit seinen offensiven Fähigkeiten und so weiter und so fort. Linkt sich auch gut mit sehr vielen Charakteren wegen seinem Linkskill-Setup, was auf jeden Fall gute Sachen enthält. Oder ich sag's mal so, was gut ist für seine Future-Saga-Kollegen, sowas wie Fierce Battle Legend Power, Dismal Future ist ja in seinem Dismal Future-Team wirklich sehr gut vertreten. Er hat zwar leider kein Prepare for Battle, Key Struggle hat er dennoch nicht, denn Key selbstständig bekommt er sehr viel. Und bei Key ist die Sache, man sollte bei ihm vom Spielziel darauf achten, dass seine Key immer mindestens 18 sind. Ne? Gar besser 20. Weil bei 18 oder mehr bekommt er nochmal die zusätzlichen 20% Damage Reduction und hat noch eine Chance anzugreifen. Und bei 20 oder mehr macht er sogar eine garantierte Additional Super Attack. Also genau, bei ihm gucken, dass 18 gar besser 20 Key so hat mit seinem Angriff. Ansonsten, die Domain aktiviert halt sofort, wenn es die Runde 5 für ihn ist, für den Charakter. Und dann ändert er In-Key in Strength-Key, wie gesagt. Kannst den Active Skill aktivieren, würde ich auch empfehlen, das Ding zu aktivieren, weil er dann Perma Key 5 Defense 20% bekommt für den Rest des Kampfes. Natürlich bekommen Extreme Test Gegner und Verbündete mehr Schaden. Was ihr nicht vergessen dürft, ist, dass die Runde nachdem ihr sein Ereignis aktiviert habt oder halt die Zeit, das zweite Erscheinen in seiner eigenen Domain, hat er nicht mehr eine 80% Damage Reduction. Ne? Dass er das im Kopf behält. Je nachdem, wie fortgeschritten ihr im Event seid, müsst ihr halt wissen, wo ihr ihn hinstellt, weil er sonst Schaden nehmen könnte. Aber meistens sind die Events dann mehr oder weniger schon zu Ende, weil sein Damage-Output in der Domain mit seinem Team echt brachial ist. Okay, vor allem, wenn man da in der Domain eine Rotation hat mit ihm, mit Goku und Vegeta Blue, Vegeta Blue oder auch zum Beispiel den neuen Ella Trunks, die sind ja alle eben dann wieder skillen, das kann man echt machen. Wie skillt man den Amigo? Also, die Sache ist die, dadurch, dass ein Strength-Charakter ist, hat er Level 5 Crit so oder so. Mit Level 5 Crit könnte man sich zufrieden geben.
Ich meine, in der Domain tut er so oder so garantiert critten. Davor halt hat er nur eine Level 5 Crit, das wäre eine 10%ige Chance. Aber ihm würde ich außerhalb davon Additional Attack und Dodge geben. Was? Ehrlich, Dodge? Mit einer 80% Damage Reduction? Ja. Denn je nach Situation kann er Schaden nehmen. Vor allem in den neuen schwierigen Events. Wenn da Turn 1 er dein Tank ist und du musst ihn einstellen, du kannst doch nicht anders. Und dann bekommst du drei Angriffe ganz links. Eines davon ist der Super Attack. Der nimmt da Schaden. Weil er in der allerersten Runde nur seine 60% Damage Reduction hat. Ist zwar viel, aber gepaart mit seiner Defense ist halt wenig, weil er sich noch nicht aufbauen konnte, beziehungsweise auch nach seinen Angriffen defensiv stärker wird. Und da ihm deswegen so eine Dodge-Chance zu geben, kann ich völlig verstehen. Weil er muss ja keine Angriffe bekommen, dass er sich aufbaut, sondern er muss Angriffe machen. Deswegen, all diejenigen, die bei dem Charakter auch auf Full Dodge gehen wollen, kann ich verstehen. Ich würde aber auf Full Additional Attack gehen, dass ich das eben fördere, dass es so oft es geht angreift und nicht verwechseln. Er ist nicht nur ein defensiver Charakter, er ist auch mein Damage-Dealer im Team und er kann auch oft angreifen und wenn die auch noch critten oder in der Domain critten sie garantiert, dann ist sein Damage-Output wirklich richtig gut und deswegen würde ich diesen Spielziel fördern. Ich würde bei ihm auf komplett Additional Attack gehen, als Strength-Charakter kommt man auf 15 Additional Attack, den Rest kann man Crit oder Dodge machen, bei Crit kommt man auf 11 Crit, bei Dodge glaube ich 6 Dodge. Im Endeffekt, mit Dupes und Skill Orbs wäre es wirklich nice, wenn man folgenden Feature Gohan hätte, so Pi mal Daumen. 20 Additional Attack zum Beispiel, 10 Crit und 10 Dodge beispielsweise. Und diese 10 Crit und 10 Dodge auch noch, oder die Additional Attack gepaart mit so defensiven Skill Orbs wäre nicht schlecht, so Dodge Defense beispielsweise. Also ja, wie gesagt, for real. Ich kann verstehen, wenn man ihm Dodge gibt. Ob man Full Dodge gehen will, muss man sich selbst überlegen. Ich finde, dann nimmt man ihn ein bisschen zu viel vor seiner Offensive, weil er ist ein offensiv starker Charakter, der eine 80%ige fucking Damage Reduction hat. Sagen wir mal 60 bis 80. Deswegen, genau. Aber Defense Equipments kann ich auf jeden Fall empfehlen. So, wenn ihr da Additional Defense habt oder Dodge Defense und sowas, könnte man das auf jeden Fall machen. So würde ich den Future Gohan bauen, wenn meine Dupes hätte. Links, also mit wem linkt er sich gut, mit wem kann man ihn gut spielen, den Future Gohan. Also sein bester Partner ist straight up, also hier sind zwar viele gelistet und der, den ich eigentlich jetzt nenne, ist nicht direkt oben drauf, aber ist der Easy in Future Gohan. Die Rotation funktioniert wirklich sehr, sehr gut, beide haben Damage Reduction, beide sind defensiv stark, offensiv stark, ist eine sehr cleane Rotation, aber ihr seht es auch schon, dadurch, dass das quasi ein, also Saiyan-Hybrid Saiyan Charakter ist, linkt er sich mit anderen Saiyajin als auch Hybrids sehr, sehr gut. Warum nicht je nach Team-Setup? Natürlich ist dann ein anderes Team, also nicht Future Gohan als Leader, weil die sind nicht in Future Saga, die auch nicht etc. Aber in anderen Teams kann man ihn auch spielen. Könnte man ihn zum Beispiel mit diesen Charakteren linken. Kommt auf Setup immer an. Mit Trunks linkt er sich mit 5 von 7 Links und ich muss ehrlich sagen, ich habe Trunks leider nicht und deswegen hätte ich ihn gerne, dass ich genau das showcasen kann. What? Future Gohan auf Sword 1 als Tank und Trunks auf Sword 2. Diese Rotation ist geisteskrank. Vor allem ist die Rotation ist broken, wenn folgendes passiert, dass sich die Domain von Future Gohan aktiviert und Trunks im Standby-Modus ist. Was? Stellst du Trunks einfach auf links, hat sein Guard, 50% Damage Reduction, kann bis zu unendlich mal angreifen. Future Gohan ist in der Mitte, nach seinem Agnes, kann auch bis zu unendlich mal angreifen. Agnes am Start. Und wenn du da noch einen dritten Charakter hast, keine Ahnung, sagen wir Vegito Blue, der neue, der greift auch 100 Millionen mal an. Leute, welche Gegner überlebt da? Die Antwort ist keiner. Also echt wirklich eine sehr schöne Rotation. Aber ey, like, Real Talk, ihr seht auch schon. Future Gohan sehr facettenreich. Trunks, Vegeta, Issei Gohan. Ne? Issei in Future Gohan ist jetzt am Start. Transform mit 5 von 7 Link-Skills. Ein sehr schöner Charakter, Future Gohan. Einfach Hand zu haben, einfach zu spielen. Kurz wirklich runtergebrochen. Du nimmst Future Gohan einfach und er ist immer in der Rotation. Sei es dein eigener oder dein Friend. Immer einer in einer Rotation. Und wer neben ihm ist, ist ihm eigentlich mehr oder weniger egal, weil er sich mit vielen gut linkt. Hauptsache, die Charaktere funktionieren auch gut. Aber ja, also, wenn ich einen picken müsste, wäre es der Issei in Future Gohan. Als auch, ganz ehrlich, der Trunks. Also, mit Trunks habe ich ihn leider nicht, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er gut funktioniert. Heißt aber nicht, dass ihr sie nur mit ihm spielen müsst. Nein, Leute. Guck mal, mit den GT-Boys, Z-Boys etc. Blabla könnt ihr sie spielen. Ihr könnt ihn auch tatsächlich mit den neuen Goku und Vegeta Blue spielen. Geht auch fit. Der hat in den ersten vier Runden einen Guard, kann dodgen, stellt's auf Sword 1.
in der ersten Runde Gohan eben auf Sotsai und so weiter und so fort. Also ja, ironischerweise wird es auch mit Zamasu gehen, so ist nicht, weil diese Future Saga Charaktere, das Future Saga Team hat einen sehr guten Buff bekommen und die haben halt zumindest mal Future Fierce Battle und Legend Power, also zur Not, why not? Und ja, Leute, ihr könnt auch die Zamasu-Rotation, den LR, also auch den AGL, diese E, im Team von Future Gohan spielen. Und apropos Teams, dann würde ich mal sagen, zeige ich euch ein paar Teams, die ich gebaut habe mit Future Gohan. Hier natürlich Disclaimer, nicht jeder hat den Charakter, den ich zeige. Ich habe nicht jeden Charakter. Ich weiß nicht, welche Charaktere ihr so in eurer Charakterliste habt. Deswegen ist es für mich immer wichtig, dass ihr selbst wisst, wie man ein Team baut. Im Falle von Future Gohan, also vom Setup her, stellt man den Leader ganz nach oben links, beziehungsweise ist es der erste Charakter, den man antippt. Und dessen Leader-Skill verteilt sich auf die Charaktere. Und in dem Fall ist der Future Gohan nur ein Future Saga Leader. Also geht ihr auf die Future Saga und dann habt ihr eure Zukunft Saga Charaktere vor Augen und dann baut ihr euch ein Team. Wie ihr die Charaktere außerhalb davon platziert, ist völlig egal. Ich mache das nur rein für mich, dass das schön erklären kann am Video. Was meine ich damit? Also es hat keinen Einfluss darauf. Nur weil jetzt der Future Gohan in der Int hier neben dem ist, heißt das nicht, dass er auch im Spiel neben ihm startet. Nein, das hat gar keinen Einfluss drauf. Es ist nur wichtig, den Leader richtig zu setzen, weil sein Leader-Skill sich auswirkt auf die Charaktere. Aber für mich, um es zu erklären, visuell nur, stelle ich die Charaktere folgendermaßen auf. Wie? Zum Beispiel in einer Rotation spiele ich meinem LR Future Gohan mit dem Izei in Future Gohan. In der zweiten spiele ich Izei AGL Zamasu mit dem LR Zamasu. Und mein Charakter, den ich rein raus sortiere, auf Sort 3 wäre zum Beispiel Izei Vegito Blue in dem Setup, als auch der LR Zamasu. Und ich sehe immer noch, dass sehr, sehr viele Angst davor haben, dass wegen den Domain-Size von Future Gohan oder Zamasu das kontraproduktiv ist, weil die Charaktere zu viel Schaden bekommen würden. Leute, nein, hab nicht Angst dafür. Ja, sie bekommen mehr Schaden, aber Autodex tanken die trotzdem. Von der Super, der könnte wehtun, definitiv. Ja, 100%. Aber so Charaktere wie die Zeit, die so krass viel Damage-Reduction haben, die werden trotzdem Schaden überleben. Wenn ihr allzu sehr Angst habt, aktiviert einfach Items so. Das ist dann trotzdem geschenkt. Ja, man hat natürlich keinen Einfluss, wenn sich die Domain von dem vor seine Domain aktiviert, dann ja, bekommen halt für so und so viele Runden die Charaktere mehr Schaden. Aber das Event ist so oder so mehr oder weniger dann beendet. Nehmen wir mal an, ein Szenario, Domain aktiviert sich von dem, der ist in Rotation, der ist in Rotation, der ist in Rotation. Wisst ihr, wie viele Angriffe das sind? Und wir nehmen mal an, okay, der Gegner hat überlebt, dann komme ich in die andere Rotation mit den beiden. Der hat eine 50% Damage Reduction, der hat dann nur wahrscheinlich eine 40% Damage Reduction, kann auch nicht in seine Domain raus. Safe, das ist kontraproduktiv. Und dadurch, dass die Charaktere dann 30% mehr Schaden bekommen, könnte man sagen, im Prinzip, ich weiß nicht, ob es ganz genau so ist, könnte vielleicht ein bisschen anders sein, aber nur rein für uns, dass ihr versteht, was ich meine, worauf ich hinaus will, könnte man meinen, okay, der hat nur 10% Damage Reduction, weil er 30% mehr Schaden bekommt und der hat nur 20, oh, hilf mir. Ja, ich helfe dir, kein Thema, ich aktiviere ein Item. Weil spätestens dann, wenn der Psychopath angreift und der, dann ist das Event halt fast fertig, oder? Also, nicht so viel Angst haben davor. Ich sehe sehr, sehr viele, die sagen, nee, das mache ich nicht und so. Das ist, funktioniert gar nicht. Nein, es funktioniert. Es funktioniert. Das wäre so eigentlich irgendein Team, wo man just davon reingeht zum Beispiel oder irgendwas machen will. Wobei das auch bei vielen Events funktioniert. Das Team habe ich benutzt mit Future Gohan, als ich Stage 7 gegen Vegito Blue geballert habe. Also bei Vegito Blue wissen wir ja, dass es sehr, sehr gut, dass wir den Angriff des Gegners senken können. Da kommt so eine Zamasu-Rotation auf jeden Fall bisschen zu Hilfe, nicht arg, weil er senkt den Angriff nicht. Er aber mit 18 Ki, er senkt den Angriff, wenn ich ihn rein raus sortiere. Also so viele Charaktere, die den Angriff senken, hatte ich tatsächlich gar nicht. Trotz dessen habe ich das mit dem Team geschafft, weil einfach die Future Gohan-Rotation, die ist wirklich sehr, sehr gut. Beide haben nämlich der Damage Reduction Transmitter auch. Er braucht ja Chunks im Team, dass er sich transmittet. Deswegen habe ich die alle Chunks und Vegeta mit reingenommen. Aber auch nicht transmittet funktioniert er trotzdem gut. Und Chunks und Vegeta auch, wenn es so eine Runde ist. Er hat seinen Active Skill, er hat die Domain Active Skill und der ist transmittet. Dann ist es wirklich auch eine Runde, die sehr, sehr viel Schaden macht. Ich habe den alle Chunks nicht. Okay, also immer wenn ihr zum Beispiel hier ein Team-Setup seht, behaltet im Hinterkopf, ihr könnt jetzt sowohl LR Chunks reintun, als auch Goku und Vegeta Blue. Also zum Beispiel, wenn ihr keine Lust auf die Goku, auf die Zamasu-Rotation habt, macht Zamasu raus und tut den neuen Goku und Vegeta Blue rein, als auch den neuen LR Chunks beispielsweise. Vor allem hier in so einem Setup zum Beispiel. Ne? Wir nehmen an, das ist der neue Goku und Vegeta Blue, das ist der neue LR Chunks, den könnt ihr auch noch wechseln, irgendein anderer Charakter, irgendein Support oder so, Mai, irgendwas, keine Ahnung. Das Ding funktioniert definitiv. Ja, und deswegen finde ich es schade, dass Ella Chunks nicht habe, weil Ella Chunks sehe ich sehr, sehr gut als Damage-Healer im Team von Future Gohan.
Okay, das war mein Team gegen Red Zone Goku Black. Ja, vom Setup her seht ihr auch, also vom Setup her ist jetzt nicht folgendes, wo ich sagen würde, bei Future Gohan, der und der hat 100% Stammplatz, ihr müsst ihn immer mitnehmen. Ist nicht so wie bei Zamasu, weil Future Gohans Teams sind facettenreich, beziehungsweise die Charaktere, die in seinem Niederskill sind, sind ja nur die Future Saga Charaktere, aber gerade da gibt es halt viele gute. Also Trunks, Goku, Vegeta, Blue fehlt mir zum Beispiel. Hier habe ich jetzt beispielsweise mal Mai mitgenommen. Nicht verwechseln, Mai ist ein Time Travelers Supporter. Future Gohans sind nicht in Time Travelers. Sie würde der Rotation keinen Support-Aspekt geben. Trotzdem ist sie gut bei Events, wo man keinen AOE-Angriff bekommt. Warum? Denn nach ihrem Angriff hat sie eine 70%ige Chance zu dodgen. Ihr könnt sie auch zusätzlich auf Full Dodge skillen, habe ich auch gemacht. Und dann tut sie halt so eine Samus-Rotation zum Beispiel gut supporten, als auch Trunks und Vegeta. Also kann man definitiv machen. Das war gegen Red Zone Cell Max. Jetzt habe ich das Ganze mal geswitcht, dass wir ein bisschen Variation haben. Na klar, Red Zone Cell Max kann ich auch mit einem Double Lead Future Gohan schaffen. Aber einfach nur, dass wir das Ganze ein bisschen mixen, mal ein bisschen Variation haben, mal gucken. Na klar, man kann auch Future Gohan in anderen Liedern spielen. Trunks und Vegeta hat der Skill. Warum Trunks und Vegeta? Warum nicht gleich Future Gohan? Weil Future Gohan bekommt in Trunks und Vegeta seinem Leader-Skill keine 200%, sondern in seinem eigenen. Antwort ist, ja, weil die beiden habe ich da mitgenommen und die beiden sind ja nicht in Future Saga. Also die sind nicht im Leader-Skill von Gohan, aber in dem von Trunks und Vegeta, nämlich Bond of Parent and Child. Und deswegen, und die Zeitkräfte sind auch gut gegen Red Zone Cell Max, weil der hat ja gegen Movie Boss 77%ige Damage Reduction. Und den kann man auch noch spielen, warum nicht? Und dann könnte man zum Beispiel das Team folgendermaßen bauen. Man kann auch Trunks und Vegeta und LR Future Gohan in einer Rotation spielen. Definitiv, geht auf jeden Fall fit. Das wäre gegen Red Zone Metal cooler. Haha, was ist denn hier los? Wie sieht's denn hier aus? Ja, Leute. My Team S soll in diesem Team LR Goku und Vegeta Blue sein. LR Goku und Vegeta Blues, also Vegeta Blue, der neue ist. Sein Leader Skill ist brachial gut. Future Saga, Power Beyond Super Saiyan und Battle of Fate, das ist brutal. Ich finde es echt schade, dass ich nicht gezogen habe, aber dadurch, dass wir auch sehr viele Future Saga Leader gute bekommen haben, kann man ihn auch als Friend nehmen. Das mache ich auch gerne. Zum Beispiel, wenn ich ein Future Saga Team spiele mit Future Gohan als Leader, nämlich kann ich als Friend Vegeta Blue nehmen, weil Vegeta Blue ist ja auch ein Future Saga Leader, unter anderem. Und warum ist das so gut? Warum raste ich so aus? Und ja, die da unten ist natürlich nicht die Bulma, sondern die LR Bulma. Schaut euch das Team mal an. Wir haben den neuen Vegeta Blue, Future Gohan, Goku, Orange Piccolo, Gogeta und wir haben Bulma. What? Und wir haben für Piccolo auch hier einen Bond of Master and Disciple Charakter, nämlich Future Gohan. So ein geniales Team. Red gegen Red Zone, L-Cooler. Man zerfetzt den zur Seite mit dem Team. Das ist brachial, wirklich. Dann gegen Cell Max, also das normale Cell Max Event zum Beispiel. Trunks und Vegeta Setup, man kann auch Future Gohan als Leader nehmen, so ist es nicht, weil wie gesagt, er bekommt keine 200% von Trunks und Vegeta. Trunks und Vegeta kann ich aber Goku mitnehmen und wir wissen ja, Goku gegen Cell Max ist immer gut, 77% Damage Reduction, der tankt alles weg. Deswegen könnte man das Ganze folgendermaßen bauen. Mai auch ganz gut, warum nicht? Er gibt den Time Travel Charakteren einen Support, also Vegito als auch Trunks und nach ihrem Angriff hat sie eine 70%ige Chance zu dodgen. Also, auf jeden Fall richtig gut. Gegen Omega Shenlong mit dem Future Gohan Leader könnte man folgendermaßen reingehen. Die ganzen Videos zu den Teams sind auch online, könnt ihr euch gerne abgucken, in den jeweiligen Playlists angucken. Ich wollte abchecken und angucken sagen, ich glaube, ich habe abgucken gesagt, egal. Ja genau, gegen Omega, Future Gohan, ne, hab die Future Gohan Rotation, ich habe die Samus Rotation, Vegeta Blue einfach mit reinnehmen, das ist ein richtig guter Charakter, sobald es sich transformiert, guter Slot 3 Charakter auch, und Trunks wieder zum Beispiel. Aber, ich habe Trunks nicht, den LR Trunks, das kann auch LR Trunks sein, definitiv, ne. Oh, wisst ihr Bescheid. Das wäre dann, wenn man zum Beispiel den Future Gohan in einem Super Saiyan / Goku Family Team spielen möchte. Der ist dann Leader für Super Saiyan als auch Goku Fam. Future Gohan ist auch tatsächlich im 200% Leader Skill, denn er gibt Android Cell Saga Charaktere noch im 200% Leader Skill. Ey! Like for real, why not? Wenn man Lust auf so ein Team hat, mal was anderes als nur Future Team, Future Team, Future Team. Kann man das auch so spielen? Ich meine zum Beispiel Entrusted Will, Kategorie Mission, ne? Die sind, meine ich, alle in Entrusted Will, außer der, glaube ich. Aber kann man definitiv machen. So, dann wäre es ein Charakter, den man auswechseln müsste. Und ich habe auch Entrusted Will, glaube ich, mit einem ähnlichen Setup geschafft. Aber so könnte es natürlich auch funktionieren. Bond Hybrids ist auch ein sehr interessantes Team. Was ist das für ein Team? Das ist mit dem Leader Skill von Easy A in Future Gohan. Was?
Ja, der ist Bond of Master and Disciple Leader und Hybrids 170%. Das ist echt ein guter Leader-Skill, würde ich nicht unterschätzen, weil er ist auch ein Bond of Master and Disciple Supporter. Und dadurch kann man einfach dann die Future Gohan mit den Piccolos spielen. Und das sieht doch schön aus, finde ich, wahr? Ja, safe, auf jeden Fall. Das ist auch wirklich ein Team, was man also gar nicht so vor Augen hat, würde ich mal sagen. Das ist ein Team mit, ja, Leute, das soll der World Tournament Goku sein, das ist Ella Bulma. Und das sollen die GT-Boys sein. Ja, ich habe die Charts leider nicht auf JP. Das ist ein Earthbred Fighters Team, Powerful Comeback Team mit dem Modern Goku als Leader. Und ey, ihr seht auch schon, da kann man auch wirklich ein sehr schönes Team bauen. Mit dem Modern Goku, mit Future Gohan, Piccolo, Ise in Future Gohan, LR Bulma als auch die GT-Boys. Gegen Redzo und Zamasu kann man beispielsweise folgendes Team spielen. Mit dem Team habe ich das geschafft. Ja, da sind die Sub-Ise's natürlich ganz, ganz wichtig. Sind in der Future Saga-Kategorie, also auch im Leader-Skill von Future Gohan. Das habe ich benutzt für die Joint Force Mission, aber nicht verwechseln. Future Gohan ist nicht in Joint Force, aber trotzdem kann ich so ein Team spielen beispielsweise. Ich hätte auch hier straight up Future Gohan als Leader nehmen können. Wäre auch definitiv besser, weil alle Charaktere, die in dem Team sind, sind in der Future Saga, also im 200% Leader Skill. Andersrum wären halt nicht alle in 200%. Und meine drei Joint Force Charaktere sind halt der LR hier. Der LR funktioniert. Ist eigentlich ein guter Link-Partner für ihn. Ich weiß auch um Future Gohan und Trunks. Je nach Event funktioniert der, je nach Event tut es weh, sag ich mal. Deswegen habe ich den nicht so oft dabei gehabt. Aber ja, der wäre mein Joint Force Charakter. Trunks, Vegeta, also Gohan und Zamasu. Sind auch im Future Saga Kategorie. Ist ein guter Supporter. Kann man auf jeden Fall auch mitnehmen. Genau, Freunde. Das war mein Entrusted Will Setup. Nicht nur Stage 8 Entrusted Will Mission, sondern auch direkt mit einer Rainbow-Class-Mission. Also, dass ich mit dem kompletten Super-Class-Rainbow-Team das geschafft habe. Das heißt, jeder Super-Class-Typus war in meinem Team vertreten. Super AGL, Super Tech, Super Aim, Super Strength, Super Physisch. Und das habe ich gemeint mit dem Team vorhin, dass man quasi auch so ein Team mit ihm spielen könnte. Aber wenn ihr die Mission nicht verbinden wollt, ich würde auch eher empfehlen, dass ihr sie trennt, könnt ihr die Rainbow-Super-Class-Mission folgendermaßen angehen. Zum Beispiel mit dem Future Gohan-Leader. Wir haben ja unseren Super AGL-Charakter, Super Tech, Super Strength, Physisch und Int. Und so könnte das Ganze funktionieren. Und genau, Freunde, so viel wäre es im Prinzip zu Future Gohan und seinem Teambild. Lasst mich wissen, ob ihr noch Fragen habt. Gerne in den Kommentaren. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.